Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey, freu mich. Ja, ich begrüße dich. Und zwar, ich möchte für den Anfang mal dir eine private Anekdote erzählen. Und zwar habe ich mich mal richtig erschrocken. Als ich dich das erste Mal kennengelernt habe in einer Produktion, es war natürlich Game of Thrones, da hast du einen Mann gespielt. Mhm. Ja, und du warst ein irrer Typ. Man hatte Angst vor dir. Du konntest alles und nichts sein und du hast die fiesesten Dinge gemacht. Und auf einmal mache ich kurz eine Binge-Pause, weil ich denke, ich gehe jetzt nach unten und hole mir einen Snickers und stehe im Späti und dann stehst du vor mir. Ich dachte, entweder stehst du da wirklich oder ich bin verrückt geworden. Und du hast dich gerade verwandelt in einen Kunden. Oder jemand hatte mein Gesicht auf. Oder jemand hatte dein Gesicht auf. Also genau gerafft habe ich das nie. Aber ich dachte, wenn ich dich irgendwo sehe, ist kein gutes Zeichen. Ja. Hattest du derartige Begegnungen häufiger mal, dass du die Leute so richtig vom Schlitten haust mit deiner puren Anwesenheit? Es passiert hin und wieder. Ja. Also das sehe ich dann so an kleinen Double Takes. Oder man merkt ja so, wenn man irgendwie in ein Restaurant reinkommt. Also ja. Triple Take auch gerne. Ja, das wäre ganz doof. Ja. Aber dass man vor allen Dingen, dass man vor allen Dingen mit so einer Rolle, die dann irgendwie den Leuten irgendwie ja auch ein bisschen Angst macht und so, das ist ja anders, als wenn du jetzt irgendwie so einen lustigen Arzt in so einer ARD-Vorabendserie spielst. Da weiß jeder, okay, nicht so schlimm. Aber wenn du so einen komischen Charakter spielst, das ist ja schon was anderes. Es gibt tatsächlich Leute, die zu mir kommen und mich fragen, ob sie mir irgendwelche Namen nennen dürfen, die ich dann für sie erledige. Ja. Wie ist das, wenn deine Freunde, die ja vielleicht gerne die Serien gucken, in denen du mitspielst, jetzt auch Stranger Things und so, ne? Quetschen die dich nicht total aus und sagen, wie geht's weiter, wie ist die nächste Folge? Macht einen das nicht wahnsinnig? Nee, also meine Freunde nicht, weil die wissen, da kommt nichts. Sagst also nichts, auch nicht super betrunken? Auch nicht super betrunken, bin nie super betrunken. Okay. Nee, aber ich will ja selber auch keine Spoiler wissen von Sachen, die ich gucke. Also von daher, also ich habe damit eigentlich kein Problem, nichts zu sagen. Ich wäre auf jeden Fall ein Leck im Boot. wenn ich in so einer Produktion da mitmachen würde, Star Wars oder so, wäre nicht gut. Wäre nicht gut. Ich könnte es nicht für mich behalten. Würde nicht gehen. Ich hätte auch so bei The Sixth Sense und so, hätte ich nicht mitspielen können. Ich hätte das gesagt, dass der tote Menschen sehen kann. Also das ist ja ganz oft so bei solchen Serien, dass du als Schauspieler kriegst ja auch nicht die Drehbücher am Anfang. Also die kriegst du erst so nach und nach. Also du fängst an zu drehen und du weißt dann gar nicht, wo es hingeht. Ach, das ist ja auch irre, dass man dann so grob weiß, ah ja, das könnte passieren. Du weißt für die nächsten Folgen, aber du weißt nicht, wo deine Figur am Ende der Staffel landet. Oder gar nicht mehr landet. Oder gar nicht mehr landet. Kann ja auch mal sein, bei so einer Serie kann man schnell der Dötz ab sein. Und dann, und dann weißt du halt, okay, dann suche ich mir jetzt wohl mal einen anderen Job. Ne? Du kriegst das Drehbuch, du guckst da rein, super geil, ah, tot. Auch nicht gut, ne? Oder? Ja. Bei Game of Thrones, da stellen wir auch immer die, wo man nicht mit rechnet, ne? Ich möchte noch einmal, wenn ich so durch deine Filmreihen, die du so gemacht hast, gehe, da fällt ein bisschen was auf. Ja? Sagen wir so, also du hast jetzt einen Film gemacht, Moment mal, also den macht man nur einmal im Leben wahrscheinlich. Der ist so einer, also was für Pacino, Scarface war. Dann gibt es noch Der Pate vielleicht. Sowas in der Art hast du auch gemacht. Bei dir hieß es Pura Vida Ibiza. Ja. Ja? Ich zeig mal ganz kurz das Plakat. Man weiß ja nicht, wo es noch so hingeht, ja? Mit der Schauspielkarriere. Ja, ich finde, ist sehr dezent. Ja, findest du? So, das hier ist das Plakat dazu. Und ich möchte darüber gar nicht so viel reden. Ich möchte eigentlich viel lieber ein Spiel machen. Und das Spiel, wie heißt das denn nochmal? Habe ich vergessen schon wieder. Das Spiel, was ich mit dir... das Spiel heißt, was ich jetzt gleich... Also ein Quiz heißt, nicht ganz die Rolle meines Lebens. Und das kommt jetzt. Noch nicht ganz. Die Rolle meines Lebens. Und mich interessiert jetzt vor allem mal, wie viel du noch weißt über den Film. Weil es ist so lange her, du hast das natürlich gemacht, bevor viele andere Sachen gesagt haben. Wie viel weißt du noch über den Film, den du selber gedreht hast? Du warst, das kann ich gleich beweisen, anwesend. Aber wie viel weißt du noch? Ja? Frage 1. Der Arthouse-Film Pura Vida Ibiza ist ein Meisterwerk zeitgenössischer Filmkunst, dessen visionäre Machart auch heute noch bei Cineasten rund um den Globus für Verzauberung sorgt. Tom, du sagst du in dem Film den Satz, es gibt Augenblicke, da muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss, kurz bevor du dein T-Shirt ausziehst, um vor einer Horde gieriger Frauen zu strippen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das passiert sein könnte? Naja, wir schauen uns mal die Auflösung an, ob das wirklich so ist. Jens, es gibt Augenblicke im Leben, da muss ein Mann tun, was er tun muss.
Ja, nicht nur das Gesicht kann gewandelt werden. Hattest du schon den Anzug rausgesucht für die Oscars, als das Ding im Kasten war? Nee, aber mit dem Grimme-Preis hatten wir gerechnet. Ja, den kriegt ja mittlerweile jeder. Das ist, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Zumindest mal den Akademie-Fernsehpreis hätte man kriegen können. So, jetzt kommt die nächste Frage. Ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Der Arthouse-Film Pura Vida Ibiza ist ein Meisterwerk, zeigt uns der Film kurz dessen visionäre Macher. Doch heute in die ersten Minuten den ganzen Film verzaubert. Tom, sagst du im Film den Satz, Frauen, die große Geräte bewegen, machen mich unheimlich an und gierst dabei lüstern deine Filmpartnerin an? Ja. Leute, er will gewinnen. Es ist ihm alles egal, er will gewinnen. Wir schauen uns die Auflösung an, ob du damit recht hast. Frauen, die große Geräte bewegen, machen mich unheimlich an. Das weiß ich nämlich deshalb, weil ich da sehr lange drüber nachgedacht habe, wie ich diesen Satz sage. Ich habe auch gehört, gerade bei sowas, es ist schwierig, weißt du, als guter Schauspieler, so eine Rolle darfst du nur in zwei Farben anlegen. Ja, ja. Wenn überhaupt. Ja, weil sonst verwirrst du den Zuschauer. Es ist das vom selben Regisseur, der auch Ballermann 6 gemacht hat. Wenn so jemand anruft, ja, wenn so jemand anruft, so eine Legende, ist das dann so, ist das wie Tarantino, dass man einfach sagt, da sagt man nicht ab? Nee, ich glaube, das fiel eher so ein bisschen in die Rubrik, ich war zwar nicht mehr jung, brauchte das Geld aber trotzdem. Naja, also schon. Jung warst du schon. Ich habe eine Frage habe ich noch, wenn ich darf. Ja, bitte. If I may, one last question. Wir können auch den ganzen Film gucken. Ja, du, wir sind hier bei ProSieben, das wäre, sagen wir mal, zu bestimmten Uhrzeiten eine Verbesserung. So, Frage 3. Der Arthouse-Film Pura Vida Ibiza ist ein Meisterwerk, zeigt schon der Filmkunst, dessen visionäre Macher heute noch in der ersten Runde mit dem Globus verzaubert. Tom, hat sich im Film dein bestes Stück in einer futuristischen Penispumpe verkeilt, die nur durch die Hilfe zweier Frauen gelöst werden konnte? Das ist ja ausgedacht. Das ist ja wohl ausgedacht. Das ist total ausgedacht. Das ist ausgedacht, sowas gibt es nicht. Also spätestens da hätte ich gesagt, Schluss. Spätestens da hätte Tom Blaschier gesagt, Leute, ich will irgendwann bei Game of Thrones mitmachen, versaut mir nicht meine Biografie. Oder? Ihr dürft aber auf keinen Fall lachen, versprochen? Na los, jetzt zeig's schon. Also gut. Jetzt kommt's nicht so blöd, helft mir lieber das doofe Ding wieder abzukriegen. Zwei! Oh, da ist es vielleicht doch passiert. Ja. Habe ich verdrängt irgendwie. Also. Ja, ja, ich glaube, alle anderen Anwesenden auch. Naja, aber ich finde das wirklich ermutigend. Gerade wenn so jemand, weißt du, wenn du jetzt jemanden hast, der noch 10 von den Filmen gedreht hat und das war's dann auch, ne? Dann würde ich so ein Quiz nicht machen. Aber es ist vielleicht manchmal auch schön zu sehen, dass jeder wirklich irgendwo mal anfängt. Ich finde, es ist mutmachend zu sehen, dass du diesen Weg gegangen bist und der teilweise auch über solche Milestones irgendwie hinwegkommen musste, ne? Ja, also für mich war das wirklich so. Ich habe ja die ersten Jahre viel Theater gespielt und habe dann erst so mit Ende 20 angefangen zu drehen. Und es ist wahnsinnig schwer, da überhaupt einen Fuß reinzukriegen. Und da nimmt man, was kommt. Und einige Casterinnen rümpfen dann zwar die Nase über sowas und bis hinten runter, aber das ist egal. Arbeiten ist immer besser als nicht arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel Das Boot läuft jetzt ja gerade, tolle Serie auf Sky, sehr erfolgreich. Ich habe nur gehört, dass das für dich jetzt das Schauspiel, auch wiederum, das Schauspielerische kein Problem, weil du bist ein super Schauspieler, klar. Aber du bist einigermaßen seekrank. Ja, krass. Ich hatte mal 3 Drehtage auf einem Segelboot. Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Echt? Ich weiß nicht, wie ich die durchgestanden habe. Das ist auch schon eine Weile her. Aber irgendwann hat mir dann jemand gesagt, du musst dich unten reinstellen und versuchen dann so den Horizont zu fixieren. Irgendwie so ein Fixpunkt. Es hat nicht geholfen. Ja, es geht ja auch nicht, weil du musst ja auch zwischendurch spielen. Du kannst ja nicht sagen, Tom, warum bist du heute so hölzern? Ich fixiere den Horizont. Das geht ja nicht, ne? Nee, deswegen war ich aber ganz froh, dass ich bei dem Boot eben nicht aufs Boot muss. Ja. Sag mal, wie geht's beruflich weiter? Was kommt als nächstes? Was kann man erwarten? Was sind jetzt die nächsten Daten für Tom Blaschier-Fans? Na, was du erwähnt hast, Stranger Things, das ging los Anfang diesen Jahres und dann wurde aber gleich unterbrochen nach ein paar Wochen. Ja. Und das wird hoffentlich jetzt irgendwann weitergehen. Ist in dieser Parallelwelt auch Corona? Bisher noch nicht, glaube. Ah ja. Könnte aber natürlich jetzt... Das wäre die Chance für euch. Wird wahrscheinlich jetzt umgeschrieben. Einfach durchs Loch da weiterdrehen. Ja, nee. Ja. Im Moment ist Stopp. Okay. Das heißt, da werden dann wird alles wieder aufgenommen und weiter geht's, ja. Das finde ich schon mal gut. Wir würden gerne mit deiner freundlichen Genehmigung gleich noch ein Spiel spielen, was ich gerne mit Qualität auflade. Mhm. Weil ich bin ja auch, wie man weiß, bin ja auch Schauspieler. Auch sehr guter Schauspieler. Ich komme auch vom Theater.
und möchte gerne eBay-Kleinanzeigen-Karaoke machen. Und das kann ich natürlich mit jemandem, der auf Augenhöhe mit so einem sehr guten Schauspieler wie mir das zusammen macht, hat das natürlich eine andere Qualität. Dann, ne? Welchem Theater warst Druck. Du, Klaas? Bitte? Auf welchem Theater warst du? Schmitz Tivoli, habe ich lange gespielt. Und dann war ich noch mehrere Spielzeiten am Affentheater noch. Da habe ich unter Castorf mir ein paar knallen lassen. War toll.